verstehe natürlich, dass Sie in solchen Fällen ermitteln müssen, aber es ist doch offensichtlich, dass es ein Unfall war. Unfall? Nein, definitiv kein Unfall. Wer ist das? Der Küster der Gemeinde. Er ist gestürzt, alles andere ist undenkbar. Alles friedlich, keine Drohungen, kein Vandalismus, keine Probleme. Das einzige Problem ist, dass wir kein Geld haben. Vor circa 2 Wochen muss er dann aber irgendwie zu Geld gekommen sein. 100.000 Euro, haben Sie gesagt? Ja, dann bis morgen. Ich bin da. Ich weiß jetzt, woher das Geld stammt. Was ist mit Gesslers Alibi? Er war bei verschiedenen Gemeindemitgliedern, um Geld fürs Kirchendach zu schnorren. Trotzdem hätte er zwischendurch Zeit gehabt, die Haushälterin zu erschlagen. Ja, aber warum? Sehen Sie nicht, was passiert? Warum haben Sie Herrn Gessler nicht beim Bistum angemeldet? Bei diesen Themen kommt mir die Galle hoch. Herr Trauschke, es kann nicht schaden, Rücksicht auf die religiösen Gefühle anderer zu nehmen. Oh Herr, mein Gott, du mein Hafen in meinem Elend. Diese Miese! Schild und Schirm in meinem Leid. Feige! Dir wende ich mich ganz und gar zu. Sau! So!